Ja, da sind wir auch schon wieder beim nächsten Part und wahrscheinlich auch dem letzten Part von Nightmare House 2. Wir hatten ja im letzten Part das alternative Ende gesehen, denke ich mal, war es. Ich glaube es zumindest, dass es das war. Da sind wir ja einfach aus dem Krankenhaus hier nach draußen gegangen und schon kam die Lady und hat uns mal eben schön gekillt, was ich nicht besonders lustig fand. Und deswegen würde ich sagen, Scheiße. Okay, ich habe keine Taschenlampe, Leute. Ich sehe selber nichts. Da sitzt sie doch schon wieder und guckt mich an. Nee, da sitzt doch keiner. I do not wish for you to see me like this. Please leave now. Okay. Ach, das ist die Sprecherin hier. Ah. Okay. Oh, Gott sei Dank, ich hab wieder Licht. Ah, ich soll ja mit dem Fahrstuhl denn nach unten, weiter nach unten, hatte er gesagt, ne? Da, 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 da. Da, 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 da. This area is restricted to senior level staff only. If you do not have the proper authorization, please leave immediately. It's for your own good. Easy. Ist für mein eigenes Wohl. Für mein eigenes Wohlergehen. Oh ne, mit der Pumpgun habe ich absolut zu wenig Schuss. Aber mit der Munition sieht es nicht ganz so gut aus. Keep out. Was war das? Hier stand immer der Doktor mit seinem Tee. Hat hier genüsslich seinen Tee getrunken und mir zugeschaut, wie ich hier durch den... Ah ja, guck mal, da bin ich aufgewacht. Hier sieht man alles, wo ich war. Er hat mich also die ganze Zeit beobachtet, dieser Sack. Romero Logs, page 9 of 9. 14th October. I can hear the elevator. They are on their way down. I just hope the whole thing won't break the moment I start it. Fuck. I can hear the door. They are here. I just have to... T.A. Okay. Er wurde hier anscheinend auch gestört. Konnte seinen letzten Logbucheintrag nicht mehr vollführen. Brain. Was ist das für eine komische Maschine? Oder was soll das sein? Core Results. Dr. Romero. Ah, hier das Haus von Nightmare House 1. Das Spiel. Sieht ja alles sehr freakig aus. Ach.
Er ist also der Mann von der Frau, die mir hier ständig als Geist erscheint. Ja, das Bild hatten wir ja einmal kurz als Vision gesehen, als die Frau, der Geist vor mir stand und ich da als Skelett auf dem Boden lag. Ich habe da doch gerade was husten gehört. Jemanden husten gehört. Okay, hier komme ich weiter. Hier gehe ich in den Lagerraum. Ah, da vorne ist anscheinend die Maschine. Oh ja. Oh ja, schön Schrotmuni. Warum sind hier so viele Medipacks? Finde ich ja schon mal gar nicht gut. Yes, noch mehr Muni. Noch mehr Munition. Also, wir werden hier wohl gleich einen kleinen Fight haben. So wie es aussieht, wenn ich hier so viel Munition bekomme. Da vorne ist noch mehr. Für die Schrot kann ich schon gar nichts mehr aufnehmen. So, Dr. Romero, wo bist du? Komm her, zeig dich. Whoa. This is the core. I've worked on it for my entire life. It's beautiful, isn't it? Every ideological civilization in the history of the world has tried to control the human mind. After a few more modifications, I will have succeeded in less than one lifetime. Right now, I can't really control your brain, but I can play around with it. For example, oh, here, we got some friends for you. They're not real, of course, not too real. Whoa! You? Yes, and they can hurt you. Let's see how long you can last with them. That's always a great experiment. Scheiße. Okay, was muss ich machen? Ich glaube nicht, dass ich da reingehen kann. Einfach durchstappen. I can take it all day. Da blinkt irgendwas Grünes. What the hell are you doing? Well, even with 50% of the power, the core is still fully functional. I didn't need that shield anyway. I have a lot of other surprises. I actually wasn't planning on using the force emitter, but you have no choice. Oh, enjoy! Okay. Whoa! How'd you like that? Hell, even my head hurts a little bit from up here. Just let me... Hey! Don't touch that! It's mine! Everything here is mine! Okay, ich weiß absolut nicht, was ich machen soll hier. Ich hätte jetzt den Schalter hier umgelegt. Au! Wow. I am going to kick your ass with science, of course. Daneben. So, ist hier noch irgendwo ein Schalter, den ich betätigen muss?
klar, hier komme ich nicht mehr rein. Oh, diese Viecher nerven mich auch ab. Ich sehe irgendein Paket rausschnappen, oder? Okay, ich kann nicht. Hier das Ganze nicht, Leute. Waren hier nicht noch Medipacks? Ja. Muss ich die Bretter hier zerstören oder was? Hey, fuck. Daneben. Au. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll hier. Ich bin völlig durcheinander. Mit dem kann ich auch nichts machen. Wow. Den kann ich auch nichts machen. Vielleicht irgendwie rein oder was? War ja klar. Aber ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Ich glaube, ich bin zu blöd für diese Kacke. So. What the hell are you doing? Well, even with 50% of the power, the core is still fully functional. I didn't need that shield anyway. I have a lot of others. Alright, I actually wasn't planning on using the pulse emitters, but you're leaving me no choice. Enjoy! Hey! Don't touch that! It's mine! Everything here is mine! How'd you like that? Hell, even my head hurts a little bit from up here. Just let me recharge it for a bit, and I'll make sure you get head raped again. Weißt du nicht, wo das hier hingeht? Kann ich mir auch nicht vorstellen. I am going to kick your ass with science, of course. Ich bin echt sprachlos, weil ich einfach absolut keinen Schimmer habe, was ich machen soll. Wow! Ja, ich aber nicht, mein Freund.
weil ich absolut nicht weiß, was ich hier machen soll. Wow. Shit. Irgendwas machen. Ey, komm schon, komm schon. Nein, ich wollte nicht schießen. Okay, hier kann ich genauso wenig machen. Ey, Dr. Romero. Wenn ich da reingehe, werde ich nur verletzt. Hey, okay. Wow! Alter. Wie das auch alles verschwimmt. Ich kann das selber hier kaum erkennen. Ah, okay, dann weiß ich ja jetzt wenigstens, was ich machen muss. Ich muss hier also die Bretter zerstören, damit das ganze Ding dann wahrscheinlich runterfliegt. Wow, wow. Ey, wo ist der immer? So. Autsch, scheiße. Diesmal nicht, diesmal nicht. Wow. Yes. Wow. Scheiße, ich brauch Energie. Ich glaube ein bisschen mehr Munition. Wow, wow. Da liegt hier noch Munition. Okay, ich hab jetzt. Wow. Okay, ich hab jetzt 4 Bretter zerstört, die großen. Wow. Ah, das sind so Viecher wieder. Fuck, ey. Fuck, Mann. Ihr nervt. I'm not gonna let you keep doing that.
time to send you somewhere else. In your own head. Bon voyage. Was? 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 Wow, wow, ich kann nichts machen. Boah, krass. Oh, that can't be. She can't be here. Stop it. You can't even imagine what will happen if this whole thing falls. Mal kurz den Schlag hier abwarten. Yes. Oh, you haven't had enough yet? Alright, here comes round two, motherfucker. Oh, fuck, ey. Scheiße. Have fun, zombie. Beat him like he's one of your bitches. The core is the only thing stopping her from getting here. You can't destroy it! Well, good night. Good night? Whoa. Was? 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 Okay. Band, 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 Band. Tür. Lass mich raus. Oh. Oh, hinter mir ist schon wieder eine Wand. Boah, Puppen. Ich lebe hier gerade irgendwie meine Albträume, oder was? Ey, es soll nicht in mein Gehirn gehen. Bleib draußen. Oh. Boah. What the? Nein, nein, lass mich in Ruhe, du blöde Puppe. Ihr hattet schon Spaß mit mir, das reicht. Wird die Puppe gerade zum Menschen? Oder... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Nein! No! No, this can't be! Oh, was ist das für ein abgefahrener Scheiß hier? You just don't get it, do you? You think you crashed your car in front of our house by accident and ended up here? It's not a coincidence. She's using you. You're just a pawn in her game. Meinst du? I'm not a bad person. This whole thing is more complicated than you'll ever understand. Nein, 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 geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich will das doch nur zerstören. Oh, oh, oh. Nee. A team of SWAT. Nee, muss immer Black Hawk. What makes you think you will? Komm her, komm her, komm her. Once she's done with you, you're finished. She'll tear you up just like everyone else. Yes. Okay, da sind wieder Viecher. Ah, fuck. Kommt schon der letzte Balken. Nein. Ouch. Stop it! Yes. You shut down the core. Okay, leave. Come here. Ich brauche echt Leben. Stop her. Scheiße. I want to see if she saves you from this one. Scheiße, ich brauche Leben, ey. Oh nein. Nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe.
Okay, das ist also beim ersten Teil passiert. Oh, ich habe Kopfschmerzen. Ich sehe alles verschwommen. Bitte. Ja, Polizei. Ja. Krankenwagen. Okay, ich wurde also einfach in die... Aus She sent you all the way here. Leben. Und noch mehr Leben. Don't you understand? It was an accident. Well, okay, liegt auch noch Leben. Now. Okay. You're too close to the core in here. Just give up. She's using you to get to me. Whoa, scheiße. You're not even helping your situation. You must both. Whoa, yeah, yeah. No! Yeah, yeah! Es ist vorbei. Bitte. Oh nein. Well, what do you know? It's still operative. I guess I won. Haha. Oh shit. Emily. Emily, my love. It worked. You're back. I'm sorry for everything that's happened. I'm sorry for everything I had to- No! No! Ah! Boah, kranker Scheiß! No! Ah! Ah! Boah! Au! Nein, nein! Oh, ja. Oh, bitte! Dankeschön. War sie also die Gute? Oh, krass und nochmal krass. Das war also das richtige Ende von Nightmare House 2. Tut mir leid, dass ich am Anfang sehr durcheinander war, was ich da überhaupt machen musste. Aber ja, klar. Bretter zerstören. Okay. So einfach kann es sein. Also mir hat das Ende auf jeden Fall schon gut gefallen. Die, seine Frau war also die Gute, die befreit werden wollte. Wobei ich sagen muss, ob das so gut war, die jetzt befreit zu haben aus den Fängen ihres Mannes. Na, wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann noch Nightmare House 3, dann wird sie wahrscheinlich richtig aufräumen. Ja, Dr. Romero ist Geschichte, Gott sei Dank. Und ja, also insgesamt das Spiel fand ich sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen von der Story her, von der Spielmechanik her. Ist ja nichts anderes als Half-Life oder Half-Life 2. Nur wesentlich unheimlicher. Und die Schockmomente, die Jumpscares, das war alles einfach atemberaubend. Also ja, ich kann es nur weiterempfehlen, dieses Spiel. Und Recreate Stuff, die Leute, die da dran gesessen haben, die ihr hier gerade in den Credits seht. Echt, well done, guter Job. Und ja, mal sehen, was ich als nächstes Projekt machen werde. Ich denke mal Half-Life 2, aber das werdet ihr dann ja sehen. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Bobiak, Mr. Bobiak.